Die Tabaksteuer wird wieder erhöht dieses Jahr. Die Konzerne nehmen sich das zum Anlass, um ihre Zigarettenpreise auch zu erhöhen. Wir befragen die Bevölkerung, was sie davon halten. Die Zigarettenpreise sind wieder gestiegen. Was halten Sie davon? Ja, gut so. Rauchen ist eh schädlich, aber man wird es trotzdem weiterhin kaufen, egal was ist. Ja, ist eine ganz natürliche Sache, dass man versucht, von Gesetzgeber her zu schauen, dass man Dinge, die schädlich sind, verteuert. Und also ich halte davon jetzt nicht sehr viel, aber ich denke mal, es ist vollkommen verständlich. Schwierige Frage, weil ich selber rauche, finde es natürlich nicht so gut, aber wenn man jetzt bedenkt, ich habe selber Kinder, für die Zukunft sicherlich angebracht. Ein bisschen zwiegespalten, aber ich befürworte das eigentlich, wenn ich ehrlich sein sollte. Ja, es ist immer so, alle paar Monate geht's rauf und was soll man machen? Kann man nichts dran ändern. Das ist einfach für jeden Scheiße. Sogar wenn ich nach Ungarn fahre, oder ist genauso, weißt? Ich hole dort immer eine Stange und fahre zurück, aber jetzt ist dort genau derselbe Preis wie in Wien. Was wäre Ihre Schmerzgrenze bei den Zigarettenpreisen? 6 €. Das ist eine gute Frage, habe ich mir noch nicht gestellt. Ich weiß nicht. 6,50, 7 € sowas, aber mal schauen, was die Zeit bringt. Ich sag ehrlich, so eher 5,80, so, ja, sicher, eher sowas, ja. Boah, ich meine, wo ich angefangen habe, war was für 4 € und da konnte man auch mit kleinen Münzen zahlen. Und jetzt muss man immer einen 5er rumtragen, also ja, eh wo jetzt der Preis ist bei 5,50, 5,70.